Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC Tycoon 2 und wir haben ja in der letzten Folge drei Dinger hier fertig gemacht. Und die machen wir jetzt hier einmal alle, oder die bringen wir jetzt hier einmal alle drei raus. Machen natürlich einmal eine Präsentation für jeden. Mein neuer RAM. Bam. So, die Sonne stört. So. Ich esse natürlich nebenbei wieder ein bisschen was, also nicht wundern. Netzteil. 9200 Punkte, geil. Die Festplatte. So. Ich würde sagen, wir lassen das so. Beziehungsweise machen. Ja, haben wir noch 300 Billionen übrig, ne? Ja. Okay. Bestätigen. 10 von 10, 10 von 10, 10 von 10. Geil, wir haben 10 von 10 Punkte. Also RAM. Ist gut. Netzteil ist auch gut. Ist die Festplatte? Die ist auch gut. Wir haben überall 10 Sterne, geil. Jo, erster. Wir sind auf allen erster. Das schmeckt. Minus 20%, warum? Mal sehen, wie schnell jetzt das Geld nach oben fließt. Okay, Grafik ist noch. Also die Grafikkarte von mir ist auf jeden Fall noch sehr geil am Start. Möchten Sie die Mittel des Unternehmens in die Schaffung Ihrer eigenen Kryptowährung investieren? Nein. So, wir können ja hier mal kurz gucken. Das ist ein neuer RAM-Typ. Warte mal. Also den Unternehmen Stando hat den neuen Speichertyp DDR8 entwickelt. Aha. So. Was wir aber heute machen, ist nicht was davon, sondern ein neues Betriebssystem, also mein eigenes Betriebssystem erschaffen, sage ich mal. Wir wollen heute Windows überholen und natürlich auch Apple. Ne, Apple gehört ja auch dazu. Das Verbessern vom Betriebssystem ist zwar sehr kostenspielig generiert, aber passives Einkommen. Es wird nicht empfohlen, es zu Beginn des Spiels freizuschalten. Ja. Dann natürlich noch Laptops, Monitore und ja. Empfohlen für erfahrene Spieler. Leistung und Kühle verbessern. So, wir machen jetzt hier erstmal das. Moment. Okay, da bin ich wieder. So, weiter geht's mit dem Betriebssystem. War das gerade? Ah. Ja, natürlich. Jetzt wollen sie einen Prozessor von mir kaufen. Ne? Natürlich Grafik auch noch, Festplatte auch noch. Festplatte. Jetzt ist gefühlt alles von mir hier bei HP. Na gut, das nicht. Betrieb ist dann noch Prozessor. Ja. Grafik natürlich auch von mir. Okay, das haben sie aber nicht von mir genommen. Ne? Ah, doch. Die Festplatte haben sie von mir. Ja gut, Windows, sag ich schon. Ein Betriebssystem wird jetzt auch von mir geführt. So, sag ich. Wir gehen hier mal auf Betriebssystem. So, da. Ach du Scheiße. Warum gibt es das denn hier so viel Wetter? Okay, warte. Bevor wir das jetzt machen, mache ich hier mal kurz mein Pancake zusammen. Also roll ihn ein und esse nebenbei was. Und jetzt drücke ich hier nebenbei. Na. Ist hier überall Zucker auf meiner scheiß Tastatur. Egal. Musik. App Store. Geil. Kalender. Uhr. Okay, Internetdienste sind ein bisschen mehr. Anscheinend. Da drücken wir. Ah. Ich wollte gerade sagen, da drücken wir mal durch und dann ist es fertig geworden.
Ja, fertig. 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 Sicherheit. Security ist auch immer wichtig. Antivirus. Die Leistung, die muss natürlich auch papamäßig sein. Ja, Animation, Installateur, Anmeldebildschirm, kritische Hintergrundbilder. Widgets natürlich auch. App Design. Design der Taskleiste. So. Perfekt. Dann gehen wir jetzt hier rein. So. Wie nennen wir den? Ich würde sagen. Ah. STGM. STGM. Betriebssystem. V1. So, jetzt muss ich mal kurz hier den Zoll runterschleudern, weil der geht mir nämlich ein bisschen hier auf den Sack. Sorry, Leute, muss kurz sein. So, jetzt ist er weg. Hätte ich jetzt mehr Zeit, hätte ich das auch rausgeschnitten. Aber habe ich nicht. So, gut, wir gehen rein. App Design. Bam. Fenstergestaltung. Bam. Design der Taskleiste. Bam. Boah, die sieht auch buffermäßig so aus, ne? Gut, wir gehen weiter. Widgets fügen wir auch hinzu. Dunkler Modus natürlich. Integrierte Hintergrundbilder machen wir 30. Animation rein da. Installateur rein da. Anmeldebildschirm rein da. Leistung, Sicherheit, Speichernutzung, alles auf Full. So. Eine Uhr, Dateien, Einstellungen, ja. E-Mail, Kalender, App Store, Music, die Virus, Filme, Wetter. Das lassen wir so. Ja, das machen wir alles. So wie es gut aussieht. Anzahl der Kerne. Systemanforderungen. Anzahl der Kerne. 4 Grund. Frequenz 2000. Ja, finde ich gut. 11 GB. Speicherkapazität. Ist das viel? Weiß ich nicht. Aber warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Na egal, scheiß auf. Wir bringen das Ding jetzt hier raus. Einmal bitte weiter. So, zack. Es ist kostenlos. Oder sollen wir was bezahlen dafür? Ich glaube, $90 ist gut, oder? $90 kann man schon bezahlen dafür. Rein da. Die müssen blechen, um das zu benutzen. Sag mal so, Betriebssysteme kosten ja auch was, ne? Ich will ja Plus machen, nicht Minus. So. Oh, Cyberpunk. Moin, Cyberpunk. Die Grafik ist jetzt ausverkauft gleich. Okay, sie ist immer noch nicht ausverkauft. Ja, natürlich, Junge. Junge, das Netzteil. Na, es verkauft sich eigentlich
Doch, ja, wir haben zwei. Ja, was? 13,5 Billiarden haben wir mit dem Mainboard gemacht? Wir haben wieder die Firmengelder. Ja, gut, die verkaufen sich aber irgendwie trotzdem nicht so geil, ne? Na, egal. So. Fertig. Rein da. 100 Millionen. Oder 100 Milliarden, keine Ahnung. Ja, Guck mal, ist sogar viel Dingsbums günstiger als sonst. Ja, das Ding ist günstiger. So. Jetzt will ich aber auch sehen, dass sie es kauft. So. Der Name ist auf jeden Fall sehr lang. Wir sind, glaube ich, bei jedem auf 1. Ne? Ja. Außer bei einem Laptop, Monitor und einem PC. Ach so, stimmt, das verkauft sich ja immer. Ah, jetzt machen wir auch Plus. Also 90 Dollar ist echt wenig, ne? So, ballern wir machen hier 500.000 Dinger rein. In der nächsten Folge würde ich dann die Laptops freischalten. Mal sehen, wie die werden. Ja, mal sehen, ne? Also es ist im Prinzip eigentlich dasselbe wie ein Betriebssystem, nur halt mit einer Tastatur und einer Maus. Ja, und einer Kamera. Aber das eigentliche ist ja im Prinzip das Betriebssystem. Und das Ding ist, ich habe ja jetzt ein Betriebssystem gemacht. Das heißt, ich kann ja jetzt im Prinzip einfach mein, ja, Betriebssystem nutzen. Von daher. Passt alles. So. Was gibt es hier noch? Monitor. Dann den Computer. Der Computer wird wahrscheinlich sehr geil. Spiel findet sich noch in der Entwicklung. Daher sind einige Funktionen noch nicht verfügbar. PC-Bild wird in zukünftigen Updates hinzugefügt. Ich meine auch, es gab vorher keine Computer, die man machen konnte. Obwohl das Ding PC-Tycoon heißt. Na, also im Prinzip bereitet man sich hier mit dem Prozessor, mit dem Grafikkarte, mit dem Mainboard, mit dem RAM, mit dem Netzteil, mit dem Festplatte und mit dem Betriebssystem vor, um einen Computer zu machen. Oder halt einen Laptop. Oder einen Monitor, ne? Finde ich sehr geil. Was hier noch ein bisschen so fehlt, ist tatsächlich eine Tastatur und eine Maus. Die würde ich auch noch eigentlich mit einbeziehen. Und ein Mauspad vielleicht auch. Also drei Dinge, die könnten da auch gerne noch mal rein, sage ich euch ehrlich. Jetzt wollen die wieder hier Grafik kaufen. Eine Festplatte kaufen, ja. Ist genehmigt. Ein Netzteil kriegt ihr auch. Ein Prozessor natürlich. Grafik, ja. Oh, RAM. Die wollen jetzt auch zum ersten Mal RAM von mir. Geil. Moment, wie viel kaufen die bei mir? Kaufen mich doch gar nicht alle leer. Ja, Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles zustimmt. So, wir gucken mal. Ah, die haben hier drei neue Produkte rausgebracht. 147.000. Ja, okay, bei dem haben sie es anscheinend nicht benutzt. Ah, doch, ihr Prozessor haben sie von mir. Die Grafik haben sie auch von mir. Den RAM haben sie tatsächlich auch von mir, die Festplatte haben sie auch von mir. Ja. Netzteil haben sie auch von mir, aber tatsächlich das hier haben sie nicht von mir, Betriebssystem. Gucken jetzt mal kurz hier bei dem.
Dinge noch. Da haben sie auch, glaube ich, alles. Ach, hier kannst du sogar 8 reinmachen. Ah, okay. Betriebssystem ist anscheinend noch nicht so beliebt von mir. Grafik. Okay, die haben hier nur die Grafik genommen. Ah, und die Festplatte und ein Netzteil. Okay. Aber RAM haben sie nicht genommen. Und hier bei den beiden. Ja, okay, finde ich ein bisschen schade, aber macht nichts. Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann einen guten Tag. Haut rein, Leute.